Das neue Wochenhoroskop steht wieder für euch zur Verfügung. Für die neue Woche vom 9.5. bis zum 15.5. Und natürlich als erstes wie immer der Spruch der Woche. Der Glücksplanet nimmt Fahrt auf und will uns Freude schenken, besonders am Pfingstwochenende. Nur unser Denkmuster blockiert noch etwas mit Merkur. Die neue Woche, meine lieben Zuschauer und Leser, nimmt die positiven Impulse der vergangenen Woche mit Freude auf und es wirkt auch das große Glücksdreieck stärker als in der letzten Woche. Das betrifft wieder die Verbindung zwischen Merkur, unserem Denker und Planer im Stier, unserem Glücksplaneten Jupiter in der Jungfrau und auch Pluto, dem Wandler, im Steinbock. Es kommen nochmal verstärkende Energien mit ins Spiel. Innerhalb des großen Glücksdreiecks spielt Jupiter nun eine sehr interessante Rolle. Er wird ab Montag, dem 9.5. um 13.23 Uhr wieder direktläufig. Nun können alle neuen Ziele und Projekte ins Leben gerufen werden und alles, was so lange schon in der Planung verharren musste, kann jetzt richtig losgehen. Alles, was ich zu diesem Glücksdreieck gesagt habe, kann ich jetzt auch nochmal bestätigen. Es stehen nun kraftvolle Möglichkeiten und wirklich handfeste Maßnahmen zur Verfügung und es kann losgehen. Nun möchte ich euch allerdings noch davon in Kenntnis setzen, dass ebenfalls am Montag, dem 9.5. um 15.27 Uhr unser Denker, Planer und Kommunikator, der rückläufige Merkur im Stier, in eine enge Umarmung mit unserem Persönlichkeitskern der Sonne eintritt. Merkur taucht damit vollständig in die Sonnenenergie ein und das bedeutet, dass Denken und Persönlichkeit vollständig eins sind. Rückläufiger Merkur ist immer wieder mit Tücken belegt und mit nicht ganz ehrlichen Handlungen. Stier hat viel mit Geld, Besitz und Eigentum zu tun und damit lässt ein Stier überhaupt nicht spaßen. Der rückläufige Merkur verhindert erstmal noch, dass durchgestartet werden kann, indem Termine verschleppt werden oder einfach ausfallen bzw. Projekte nochmal nachgearbeitet werden müssen. Es kommt in vielen Fällen auch zu Verspätungen oder zu verschleppten Finanztransaktionen. Es ist einfach noch etwas behäbig im Vorankommen. Die geplanten Programme, Vorhaben und Projekte haben auf jeden Fall stabilen Charakter und sind auch sehr erfolgsorientiert und haben absolutes Potenzial und gute Aussichten. Nur es ist eben noch etwas die Bremse drin und das ändert sich aber auch bald, allerdings noch nicht in dieser Woche. So, am Freitag, dem 13. verbindet sich dann unser rückläufiger Merkur innerhalb des großen Glücksdreiecks auch in enger Umarmung mit unserem Liebesplaneten Venus im Stier. Das Ganze wird dann noch mit den sensiblen Fische-Energien von Neptun positiv unterstrichen. Diese schöne Verbindung passt ausgezeichnet zum Pfingstwochenende und ihr könnt es wirklich in vollen Zügen genießen. Wegfahren und Ausspannen passt ganz wunderbar in diese Zeit. Schafft euch einfach eine kleine Oase der Ruhe und des Glücks, denn es wird dann bald auch wieder spannungsreicher werden. Und hier noch einige Empfehlungen, was man außerdem noch mit diesen schönen Energien anfangen kann. Das ist eine Kombination zum Beispiel für alle Kunstschaffenden in vielerlei Hinsicht. Auch wieder für alle Schreiber, Blogger, Kommunikatoren oder Vortragsreisenden, Buchautoren, alle die haben jetzt Hochkonjunktur. Auch die gesamte spirituelle Arbeit ist darin eingeschlossen und sehr, sehr günstig bestrahlt. Aber bitte, wenn es um Versprechungen geht, dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mit rückläufigem Merkur kann einem da schnell mal alles wieder auf die Füße fallen, weil man es nicht einhalten kann. Auch alle Offenbarungen in der Liebe sind davon betroffen. Genießt die wunderbaren Stunden, aber man sollte nicht unbedingt auf die Einhaltung
der Versprechung hoffen. Ausnahmen besteht hier natürlich auch hier wieder die Regel, wie das oft bei Menschen der Fall ist, die in ihrem eigenen Persönlichkeitshoroskop einen rückläufigen Merkur stehen haben. Was allerdings auch sehr interessant ist, man kann tolle Kriminalromane, Liebesgeschichten und andere Schriften dieser Art schreiben, denn da kann man total aus dem Vollen schöpfen. Da geht es so nicht so sehr um die Wahrheit, sondern mehr auch um die Unterhaltung und viel Fantasie. Wer darüber natürlich wieder mehr erfahren möchte, wie es vielleicht seine eigene persönliche Situation betrifft, der kann das auch wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reub.com/kostenlose-beratung/. So, jetzt haben wir unseren rückläufigen Mars im Schützen. Er ist in dieser Woche nicht so hyperaktiv wie in der letzten Woche. Er bekommt in dieser Woche keine zusätzlichen Antreiber geliefert und das heißt aber trotzdem nicht, dass es sehr ruhig zugehen wird. Es ist nur nicht die übertriebene Energie im Schlepptau. Der nun wieder direktläufige Jupiter in der Jungfrau behält allerdings auch noch seine Spannung zu unserem rückläufigen Begrenzer und Hüter Saturn bei. Der behindert auch in vielen Maßnahmen noch das Geschehen. Diese stehen noch immer im Zusammenhang mit geschürten inneren Ängsten und Vorbehalten, die noch abgebaut werden müssen. Man hat noch nicht so das Vertrauen zu den neuen gegründeten Systemen gefasst. Unsere beiden bisher sehr aktiven Gesellschaftsplaneten Uranus, der revolutionäre Widder, und Pluto, der Wandler im Steinbock, verhalten sich zueinander ohne direkte Verbindung. Pluto wird sehr unterstützend wirken, wie im oberen Teil bereits angesprochen, und Uranus macht einfach in dieser Woche seine Pause. Meine lieben Zuschauer und Leser meines Wochenhoroskops, ich wünsche euch nun für die kommende Woche alles, alles Liebe, viele schöne Momente, seid herzlich gegrüßt von mir. Ihr könnt natürlich wieder wie immer eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite direkt anfordern. Wie immer wisst ihr ja, meine Kontaktdaten sind auf meiner Webseite, auf der linken Seite zu finden. Und ich freue mich wie immer über eure Feedbacks auf meinen ganzen sozialen Seiten. Seid jetzt ganz herzlich von mir gegrüßt. Alles Liebe, Bärbel Reub, eure Astrologin. Tschüss, macht's gut. Bis zur kommenden Woche.